Hallo und herzlich willkommen bei vitalschnabel.ch. Heute geht es um das Thema Thermomix und zwar um das Cookidoo-Portal. Ganz kurz, was ist das Cookidoo-Portal? Hier sind alle Thermomix-Rezepte abgespeichert aus allen Thermomix-Kollektionen und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr diesen Cook-Key habt, man sieht ihn hier, die Rezepte auf diesen Cook-Key abzuspeichern und dann werdet ihr durch die Rezepte durchgeführt. Ich vergleiche den Cook-Key immer mit einem USB-Stick. Wie funktioniert jetzt aber das Cookidoo-Portal? Als erstes müsst ihr euch einloggen. Das könnt ihr auf cookidoo.de machen, auf .ch, auf cookidoo.fr, wo auch immer. Wenn ihr dann eingeloggt seid, landet ihr hier auf dieser Home-Seite und es gibt in der Navigation noch viele weitere Möglichkeiten und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Stöbern und shoppen, Rezeptbibliothek, organisieren, mein Profil, Hilfe und dann gibt es noch diese Suchfunktion, das Lupenzeichen. Gleich vorweg, mein Profil und Hilfe werde ich mit euch nicht durchgehen, das könnt ihr euch selbst mal angucken. Alles andere schauen wir uns im Detail an. Wir starten mit der Suchfunktion, einfach auf dieses Lupenzeichen drücken und dann steht schon Rezept suchen. So, was für ein Rezept wollen wir? Ich suche mal eine Konfitüre. Und sehe dann schon ganz, ganz viele Konfitüre-Rezepte-Vorschläge. Ich suche mir mal das letzte aus, Aprikosenkonfitüre. Ihr seht dann schon, zur Aprikosenkonfitüre gibt es 35 Rezepte. Das sind gar nicht alles Aprikosenkonfitüren-Rezepte, aber ich schätze mal, so wie Aprikosenschmandtarte, es hat immer was mit Aprikose oder Konfitüre zu tun. Ich will aber ja mein Aprikosenkonfitüren-Rezept und schaue mir das jetzt im Detail an. Ich sehe hier schon, es dauert 30 Minuten, Zubereitungszeit nur 10 Minuten, es gibt zwei Portionen und dieses Rezept haben schon 2216 Personen zu ihren Favoriten hinzugefügt. Scheint also ganz beliebt zu sein. Ich klicke das jetzt mal an. Habe hier dann ein schön großes Foto dazu, gefällt mir. Habe hier nochmal die Übersicht, was ich euch schon vorgelesen habe. Und sehe hier auch die Zutaten. Das ist natürlich spannend, was für Zutaten brauche ich. Okay, klingt gut, Aprikosen, Zitronensaft und Gelierzucker. Wenn ich weiter nach unten scrolle, steht hier auch automatisch aus welcher Kollektion, aus welchem Buch, Rezeptbuch, dieses Rezept stammt. Und in diesem Fall kommt das Rezept aus Sommerfrüchte aus dem Thermomix. Ganz cool ist auch, ihr könnt jetzt einfach mal dieses Buch anklicken und dann kommt ihr automatisch in dieses Rezeptbuch, in diese Kollektion rein und könnt euch alle Rezepte angucken, die hier drinnen sind. Spannend auch, dieses Rezeptbuch haben schon 15.578 Leute zu ihren Favoriten hinzugefügt, also scheint wirklich noch beliebter zu sein als die Aprikosen-Konfitüre. Ich bin aber immer noch an dieser Marmelade interessiert. Ich klicke die jetzt mal an und sehe dann nochmal hier die Übersicht. Ich gehe jetzt mal zu Rezept anschauen und das ist jetzt schon sehr spannend. Ich sehe hier noch die Nährwerte. Tipps, das ist ähnlich wie im Rezeptbuch im Grünen und ich habe Varianten, wie ich mit diesem Rezept spielen kann. Und das Allerwichtigste, wie sieht denn die Zubereitung aus? Hier ist natürlich auch erklärt, ihr könnt das alles manuell machen, aber wie gesagt, spannend ist es natürlich, dieses Rezept jetzt auf den Cook-Key zu laden. Wie macht ihr das? Wenn ihr wieder nach oben scrollt, gibt es hier diese zwei Punkte. Anklicken und dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ich will die Konfitüre jetzt zu meiner Rezeptliste hinzufügen. Ich habe hier schon diverse Rezeptlisten eingespielt, wie Brote, Burger, Christoph, Dessert, Energiekugeln, Getränke, Hauptspeisen. Ich habe auch Konfitüren. Ich mache jetzt mal eine neue Liste und sage Test 2, um euch das zeigen zu können. Klick auf Speichern. Und jetzt ist die Frage, wo ist jetzt dieses Marmeladenrezept abgespeichert? Super simpel, Rezeptbibliothek anklicken, meine Rezeptlisten auswählen. Dann hier auf der linken Seite habt ihr eure Listen. Ich gehe jetzt zu Test 2 und schon habt ihr euer Aprikosen-Konfitüre-Rezept. Ihr könntet jetzt aber auch sagen, ihr wollt es nicht nur in eurer Liste haben, ihr wollt es auch bei euren Favoriten drin haben.
immer auf diese drei Punkte drücken und sagen, okay, zu Favoriten hinzufügen. Und ihr seht, es ist hinzugefügt. Wo findet ihr nun diese Favoriten? Logo auch bei Rezeptbibliothek, meine Favoriten. Und schon habt ihr euer Aprikosenkonfitüre-Rezept. Es kann ja unter Umständen passieren, dass ihr in 10 Tagen sagt, ich habe das Rezept jetzt schon 5-mal gemacht, ich kann es nicht mehr sehen, ich will es nicht mehr bei meinen Favoriten haben. Auch hier wieder diese 3 Punkte anklicken und einfach aus Favoriten entfernen anwählen und schon ist es weg. Ihr habt es aber jetzt immer noch bei euren Rezeptlisten drin. Wenn wir hier zu Test 2 gehen, seht ihr immer noch dieses Rezept. So. Ich gehe jetzt nochmal auf das Rezept, gehe nochmal in das Buch rein und zeige euch jetzt noch, dass ihr dieses Buch auch zu euren Favoriten hinzufügen könnt. Und zwar mit diesem Stern hier. Ich hatte es schon bei Favoriten, deswegen habe ich jetzt den Stern angeklickt und er ist leer geworden. Jetzt ist er nicht bei meinen Favoriten, dieses Rezeptbuch. Wenn ihr aber den Stern anklickt, so ist es hinzugefügt und so ist es wieder entfernt. Ich füge es jetzt nochmal hinzu. Gehe dann nochmal zu meinen Favoriten und ihr habt hier 2 Tabs, Rezepte, was jetzt nichts mehr drin ist oder wo jetzt nichts mehr drin ist, und Kollektionen. Und hier ist jetzt auch unter Umständen, ich habe da schon einiges drin, hier ist jetzt auch das Sommerfrüchte-Rezeptbuch drin. Ich entferne das jetzt wieder, weil ich das da eigentlich gar nicht haben möchte. Ich wollte es euch nur zeigen. Was ist noch interessant für euch? Ihr wisst jetzt, wie die Favoriten aussehen. Ihr wisst, wie ihr Rezeptlisten erstellen könnt. Interessant ist noch der Wochenplaner. Ich habe für heute das Aprikosenkonfitüre-Rezept zu meinem Wochenplaner hinzugefügt, weil ich das heute Abend gerne machen möchte. Und ich will auch meinem Schatz eine Einkaufsliste schicken. Der ist jetzt nämlich unterwegs in der Stadt, damit er auf dem Handy gleich per E-Mail sich die Zutaten angucken kann und auch die richtigen Zutaten mit nach Hause bringt. Wie macht man das? Ich lösche das da nochmal weg. Immer 2 Punkte anklicken, Artikel löschen. Und wir machen das jetzt gemeinsam. Ich gehe jetzt nochmal zu meinen Rezeptlisten, zur Konfitüre und klicke auf die 3 Punkte und sage zum Wochenplaner hinzufügen und sage heute. Ihr könntet aber auch morgen, übermorgen anwählen oder sogar ein benutzerdefiniertes Datum anwählen. Das ist natürlich auch cool, die Funktion. Dann könntet ihr sagen, an meinem Geburtstag, keine Ahnung, sagen wir den 6. April, will ich das Aprikosenkonfitüre-Rezept machen. Auch das gibt es, diese Möglichkeit. Geht jetzt auf Abbrechen und sagt heute. Wenn ihr dann, jetzt seht ihr schon, es ist zum Wochenplaner hinzugefügt worden und auch zur Einkaufsliste. Wenn ihr jetzt zu Organisieren geht und auf Wochenplaner, habt ihr wieder dieses Aprikosenkonfitüre-Rezept drin. Das könntet ihr jetzt wieder anklicken, ich mache das mal, dann seid ihr wieder in dem Rezept drin. Will ich jetzt nicht, deswegen gehe ich auf Retour. Was ich will, ich gehe nochmal in den Wochenplaner, ich will jetzt mir die Einkaufsliste ansehen, hier ganz unten. Und dann sehe ich nochmal, aha, Aprikosen, Zitronensaft, Gelierzucker. Ich bin so clever und weiß, Zitronensaft habe ich im Kühlschrank, deswegen klicke ich das an. Dann geht der Zitronensaft weg. Und jetzt will ich, dass mein Schatz Aprikosen und Gelierzucker kauft. Nach oben scrollen, diesen Pfeil anwählen und Einkaufsliste per E-Mail senden drücken. Dann könnt ihr E-Mail-Adresse eingeben, eine richtige natürlich. Ich mache jetzt eine Fake-E-Mail-Adresse, info@schatz.de. Dann könnt ihr eine Message schreiben. Hallo Schatz, bitte bringe mir heute Nachmittag noch folgende Zutaten mit. Siehe E-Mail. Liebe Grüße. Senden anwählen und schon bekommt euer Schatz die Zutatenliste zugeschickt. Für den Einkauf ist gesorgt, ihr müsst dann das Rezept nur noch realisieren. So einfach geht das Ganze. Gucken wir an, was haben wir schon alles? Organisieren, Wochenplan und Einkaufsliste habe ich erklärt. Rezeptbibliothek ist soweit auch klar. Shoppen und stöbern, ganz spannende Sache. Wenn ihr auf alle Rezepte drückt, kommen alle Rezepte, die auf Cookidoo abgespeichert sind. Wie ihr sehen könnt, sind die Rezepte alphabetisch
geordnet, von A bis Z. Ist jetzt natürlich ein bisschen viel Arbeit, sich da durchzugucken. Einfacher geht es, wenn ihr hier diese Filterfunktionen nutzt. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich will eine Kategorie auswählen, sagen wir ein Dessert. Dann klickt ihr auf Dessert und schon kommen nur noch die Dessert. Ist schon mal viel, viel einfacher, wenn ihr ein Dessert suchen wollt. Dann könnt ihr sagen, okay, ich will es ordnen. Und zwar nicht nach Name, wie es im Moment ist, sondern was ist denn das beliebteste Dessert? Anwählen und dann seht ihr, aha, der Milchreis, der wird am meisten gemacht. Beziehungsweise dieser Milchreis wurde am meisten auf dem Cookie abgespeichert. Gefolgt, ganz dicht gefolgt vom Fruchteis, was ich verstehen kann. Dann könnt ihr sagen Portionen. Ihr wollt zum Beispiel ein Dessert, das ihr für, ja, sagen wir, 7 Personen. Gibt es sowas für 7 Personen? Es kommt alles, was kleiner ist und eben bis 7 Personen. Und ihr seht schon, es gibt zum Beispiel das Schokoladenmus, das ist für 6 Personen gedacht. Es gibt auch hier Schokoladenküchlein, ist auch für 6 Personen. Da könnt ihr euch dann einfach durchsuchen. Arbeitszeit, das ist auch ganz wichtig, das verwende ich sehr oft. Ich sage manchmal, okay, ich habe Gäste zu Hause, es darf nicht länger wie 15 Minuten dauern. Und ihr seht, es gibt immer noch ganz, ganz viele Rezepte, die unter 15 Minuten zu machen sind und das ist natürlich schon super. Gesamtzeit könntet ihr auch sagen, unter 15 Minuten und es gibt immer noch ganz viele Rezepte, die super schnell gehen und ihr seht auch, die sehen auch alle super lecker aus. Das war jetzt die Funktion alle Rezepte, alle Kollektionen. Hier habt ihr alle Rezeptbücher und auch wieder geordnet, ne, nach Alphabet von A bis Z. Auch hier könntet ihr wieder filtern nach Hauptgerichte, Beilagen, Desserts, Backen und so weiter und so fort. Ich bin jetzt aber mal interessiert an Low Carb Rezepten. Ich klicke jetzt ein, ich scroll jetzt einfach mal nach unten, gehe zu L. Moment. So, irgendwann kommt dann das L auch. Also ihr seht, es gibt tausende von Rezeptbüchern und es lohnt sich wirklich, sich da mal Zeit zu nehmen. Jetzt kommen gleich die Low Carb. Aha. Low Carb ist ja sehr in und hier habt ihr tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Low Carb Rezeptbücher. Ihr könnt eines anklicken, ihr könnt sagen, okay, gefällt mir, zu den Favoriten hinzufügen und schon habt ihr es bei den Favoriten. Dann gibt es noch alle Rezeptchips. Ich habe keinen. Ne? Das sind diese Chips, die ihr im Online-Shop von Thermomix kaufen könnt. Ich habe keinen. Seit ich Cookidoo habe, bin ich so happy und habe so viele Rezepte bereits auf dem Cookkey, dass ich persönlich das nicht brauche. Aber es ist natürlich eine schöne Sache, das auch mal zu verschenken oder ja, wie auch immer. Es gibt Leute, die das gerne mögen und das ist auch gut so. Ich denke, wir sind durch. Wir haben uns alles angeguckt. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr ein bisschen damit spielt. Dann nicht vergessen, wenn ihr den Cookkey am Thermomix habt, müsst ihr dann unbedingt auf Aktualisieren drücken. Und wenn ihr das gemacht habt, findet ihr bei den Favoriten oder auch bei euren eigenen Listen eure Rezepte, die ihr jetzt eben zu den Rezeptlisten oder Favoriten gemacht habt. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Guckt auch mal auf vitalschnabel.ch auf die Webseite drauf. Gebt mir ein Like, wenn ich euch helfen konnte. Schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich immer riesig über jedes Feedback von euch. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Tag. Viel Spaß beim Kochen, Backen und Mixen. Bis bald. Tschüss.